denn los, Zuckermaus? Nichts, ich dachte nur kurz, du hast dir deine Zecke geholt. Was? Wo? Ist, glaube ich, nur ein Fussel. Was ist denn jetzt mit Frau Hofer? Ja, genau. Die hat meiner Mutter etwas über Desiree erzählt. Was denn? Desiree hat nicht aus Geldgier gezögert, das Kreuz zurückzugeben. Sondern? Ich bin also tatsächlich nicht mehr richtig eingestellt. So ist es. Ich fühle das. Es fühlt sich genau danach an, als würde ich in eine manische Phase abrutschen. Zumindest wolltest du deiner Mutter helfen. Ja. Das muss sich doch Überwindung gekostet haben. Ja, niemand, das hat funktioniert. Hallo Tina, ich bin's. Also Adrian rät mir davon an, dich anzurufen. Vielleicht hat er auch recht. Ah! Ah! Ich bin also eine Frau ganz nach ihrem Geschmack. Frau Morgenstern, wir sind mitten in einer Besprechung. Hat sie den Verstand verloren? From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Entschuldigen, bitte. Sind Sie wahnsinnig geworden? Ich bin in einem wichtigen Gespräch. Es tut mir leid, ich... Ja, ich hatte ja keine Ahnung, dass ich so heiß begehrt bin. Das von so unerwarteter Seite, wie mir scheint. Ja, aber Herr Plattenberg, Sie müssen entschuldigen. Wo waren wir stehen? Also, ja, Sie interessieren also sich für Karl den Großen und seine Zeit. Mhm. Ja, dann dürfte Ihnen das sicherlich bekannt vorkommen. Das ist doch... Das Prunkstück des Hartmann-Schatzes, das Nonplusultra, das Tüpfelchen auf dem I für unseren Museumsbau, das Kreuz der großen Gnade. Tut mir leid, dass ich mich so hab gehen lassen. Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest. Adrian, ich fühle mich bei dir einfach immer so geborgen. Immerhin weiß ich jetzt, dass du das Kreuz nicht aus rein selbstsüchtigen Gründen genommen hast.
Adrian, meinst du nicht, wir sollten noch mal in Ruhe über uns reden? Sorry, ich habe noch einen Termin in der Stadt und ich bin eh schon spät dran. Was los? Verstehe. Entschuldigung. Also ich bin einfach ein bisschen durcheinander. Es ist alles ein bisschen viel. Die Sache mit meiner Mutter und Lucien. Hast du heute Abend schon was vor? Mm-mm. Gut, wenn ich aus München zurückkomme, dann rufe ich dich an. Und dann schauen wir mal, was wir machen, ja? Sehr gerne. Das ist kein Date. Danke, dass du mir hilfst. Gern geschehen. Warte. Hier. Nicht unter Kollegen. Doch, das war eine totale Schlepperei. Bitte nimm. Ja, es war kein Problem, wirklich. Schönen Tag dir. Danke. Spätzchen. Stell dir vor, ich wollte Herrn Konopka bloß sagen, dass ich den Abend mit ihm auch schön fand. Und dann, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Auf jeden Fall, dann habe ich ihn auf einmal geküsst. Das was? Da waren 1000 Leute und auch noch der Herr Stahl und irgend so ein wichtiger Geschäftspartner. Und dann hat er mich einfach weggestupst. Oh Gott, es war so peinlich. Ich hätte einfach sofort zu Dr. Niederbühl gehen sollen und mir dieses neue Rezept ausstellen lassen. Und stattdessen ist es immer das Gleiche mit mir. Immer. Ich bin einfach zu überhaupt Mama, nichts Nutze. Stopp, hör auf. Es ist doch wahr. Mama, Schluss jetzt. Es bringt nichts, das weißt du doch. Okay. Klingt ganz schön peinlich. Na und? Wie, na und? Ich hab den Chefkoch geküsst. Einfach so. Vor allen Leuten und unserem Chef. Mein Gott, sowas passiert halt bei deiner Krankheit. Außerdem, was ist das denn bitte für eine Pfeife, ha? Huh? Er soll sich lieber mal freuen, dass ihn eine so schöne Frau küssen wollte. Stimmt. Zumal er eher der Typ Frosch ist als der Typ Prinz. Was? Versteh mich nicht falsch, ich mag Frösche. Am besten kläre ich das gleich. Also nicht das mit dem Frosch, aber... Ach, das war doch wirklich total blöd für ihn, dass ich da so reingeplatzt bin. Und ich entschuldige mich einfach. Warte. Du musst jetzt zuallererst zu Dr. Niederbühl. Doch, das muss sein. Das hast du gerade selbst gesagt. Wenn ich dich nicht hätte. Und umgekehrt. Also gut. Erst der Doc, dann der Frosch. Koch. Viel Glück. Wiedersehen, Herr Badenberg. Wiedersehen. Haben Sie ja gerade noch mal die Kurve gekriegt, ja, nach dem Auftritt Ihrer stürmischen Freundin? Ja, das ist nicht meine Freundin. Ich weiß auch nicht, was Frau Morgenstern da geritten hat. Auf jeden Fall bin ich froh, dass Sie Herr Badenberg durch das Kreuz hat ablenken lassen. Und dass Sie einen neuen Sponsor für Ihr Museum haben, nicht ja, wahr? Und daraus folgt? Ach ja, vielen Dank, dass Sie mir Herr Badenberg vorgestellt haben. Keine Ursache, aber Sie wissen ja, nichts ist umsonst im Leben. Mhm. Jetzt haben Sie Angst, dass ich unsere kleine Abmachung vergesse. Hm? Wie könnte ich denn? Ich werde noch heute den Antrag für Herrn Wally, den Gemeinderat, vortragen. Sie müssen den Gemeinderat einschalten. Ja, selbstverständlich. Sie sind der Bürgermeister. Ja, ich werde dich schalten und falten, wie ich will. Das wäre auch dann ein Amtsmissbrauch. Und keine Sorge, den Gemeinderat habe ich im Griff. Auch die paar Umweltfanatiker, die schon aus Prinzip gegen das Autorennen stimmen werden. Was für Argumente wollen Sie da vortragen? Ja, durch Ihre geschätzte Rallye kommen Touristen, die spülen Geld in die Kassen. Das Geld wird dann verwendet für die Renovierung der Klassenzimmer unserer lieben Kleinen. Hey, vertrauen Sie mir. Ihr Oldtimer-Rennen findet statt. Genauso wie der Bau meines Museums. Wo ist denn meine Brille? Meinen Sie die da? Nein. Es ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ohne die wäre ich aufgeschmissen.
Ausgerechnet jetzt beim Gemeinderat. Sie meinen, weil Sie das Kleingedruckte lesen wollen, was der Herr Bürgermeister versucht, Ihnen vorzuenthalten. Hallo Tina, ich bin's. Also Adrian rät mir davon ab, dich anzunehmen. Vielleicht hat er auch recht. Was war das denn? Was? Oskar hat mir auf die Mailbox gesprochen. Er bricht mitten im Satz ab. Hören Sie mal. Hallo Tina, ich bin's. Also Adrian rät mir davon ab, dich anzunehmen. Vielleicht hat er auch recht. Das hört sich doch an, als hätte er Schmerzen. Ruf ihn doch mal zurück. Sein Handy ist aus, er geht nicht ran. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, vielleicht hat er keinen Empfang. Oder er will jetzt gerade mit niemandem sprechen. Ich meine, du bist ja schließlich auch nicht dran gegangen, als er angerufen hat. Ja, aber hoffentlich ist ihm nichts passiert. Was denn? Ja, da ist doch dieser Bär und es hat so gescheppert am Telefon. Und wenn, also für mich hat sich das so angehört, als ob ihm sein Handy runtergefallen wäre. Und als ob er sich drüber geärgert hätte. Außerdem hätte der Lechner schon längst angerufen, denn der ist ja schließlich mit ihm zusammen unterwegs. Auch wahr. Estrich nicht abgeschliffen. Ja, dann hält der Kleber nicht so gut und die einzelnen Stäbchen lösen sich. Schleift es lieber ab. Das ist zwar jetzt im Moment ein bisschen mehr Arbeit, aber hinterher bist du dankbar dafür. Ja? Ja, gern geschehen. Du und grüß die Marie und den Kleinen, wenn du telefonierst. Servus. Coaching für den Schwiegersohn? Ja. Und es hat sich herausgestellt, die Hildegard kennt ihn tatsächlich besser als ich. Die hat von Anfang an gesagt, dass er nicht der geborene Handwerker ist. Naja, solange Marie glücklich ist mit ihm. Ja, natürlich. Aber wenn er sie mit einem neuen Parkett glücklich machen will, dann muss er es halt auch gescheit angehen. Ja. Ach, ich hoffe, ich lerne die beiden bald mal kennen. Und den kleinen Finn natürlich. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin eigentlich wegen Mama hier. Sie war gerade bei Dr. Niederbühl, ihr geht's leider nicht so gut. Was hat sie denn? Ach, allgemeine Erschöpfung, sagt er. Sie ist aber für heute krank geschrieben. Das klingt ja gar nicht gut. Ich kenne das von Mama. Sie schläft sich aus und morgen ist wieder alles in Ordnung. Ja, es ist ja gerade auch ein bisschen viel, gell? Hausdame und die Betreuung von der Frau Hofer. Ja. Ach, schlafen wird sie übrigens heute bei mir. Sag mal, Clara. Ist die Melli wirklich krank? Oder hat das was mit Konopka zu tun? Was? Warum fragst du? Ja, ich meine, du bist ja jetzt auch schon länger bei uns und du weißt, wie schnell sich Dinge rumsprechen. Ja, schon, aber so schnell? Nein, das war mir nicht klar. Ja. Die ganze Sache ist ihr natürlich peinlich, aber es ist nicht der Grund, warum sie nicht gut drauf ist. Ja, was dann? Ich würde gern helfen, wenn sie jetzt zum Beispiel unglücklich in den Konopka verliebt wäre. Ich kenne ihn schon ziemlich lang, ich könnte mit ihm reden. Und das wäre bestimmt nicht recht. Ja, das verstehe ich schon. Aber was ist da passiert? Wieso wollte sie ihn aus heiterem Himmel küssen? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, dass sie jetzt erstmal Ruhe braucht. Ich muss weiter, ja? Ja, klar. Dein Plan geht auf. Heute ist die Nacht der Nächte. Morgen früh wache ich neben Adrian auf. Mach es ihm nicht so leicht. Wenn du gleich wieder mit ihm schläfst, du weißt, mein Leben zu erobern. In diesem Falle entscheide ich mich für die Offensivstrategie. So unvergleichlich sein, dass er nie wieder darauf verzichten möchte. Ja, auch eine Möglichkeit. Du bist und bleibst eben doch meine Tochter. Also, ich meine natürlich. Bis vor kurzem hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sowas hier über meine Lippen geht, aber danke. Mama. Sehr gern geschehen. Okay.
genug der Familienzusammenführung. Ich gehe dann mal. Ich habe noch einiges vorzubereiten. Für später. Desiree. Was ich auf dem Balkon zu dir gesagt habe, also, dass ich dich besser abgetrieben hätte, das... Vergiss es einfach. Hab ich nämlich auch. Längst. Schmeckt gut. Wie geht's dir denn? Ich glaube, das Lithium wirkt schon. Naja, bei der erhöhten Dosis, die dir Dr. Niederbühl verschrieben hat. Ich hasse das Zeug. Schon gut, ich nehm's ja. Ich muss. Ist mir auch sowieso lieber, als mich noch mal so daneben zu benehmen. Alfons eigentlich noch mal nachgebohrt. Danke, dass du dicht gehalten hast. Mal wieder. Mama, du solltest ihm von deiner Krankheit erzählen. Es geht mir nicht darum, ab und zu eine Ausrede für dich zu erfinden. Das mache ich für dich. Aber auf Dauer... Wie willst du das denn vor ihm und Hildegard verheimlichen? Du wohnst bei ihnen. Außerdem bräuchtest du wirklich keine Angst zu haben, was sie von dir denken. Sie lieben dich. Alfons hat sich richtig Sorgen gemacht. Ja. Jetzt, wo er noch gar nicht weiß, was für eine durchgeknallte Tochter er hat. Du warst medikamentös falsch eingestellt. Eine Tochter, die an seinem geliebten Fürstenhof Leute bloßstellt und sich unmöglich benimmt. Du weißt doch, wie es läuft. Am Ende hält's keiner mit mir aus. Ich schon. Opa und Hildegard sind so tolle Menschen. Die wenden sich nicht von dir ab, nur weil du krank bist. Das würden sie bei niemandem und bei dir erst recht nicht. Woher willst du das denn wissen? Woher soll ich das denn wissen? Möchtest du noch was? Dann bringe ich das mal in die Küche, ja?
Was du Suppe möchtest, da steht ein ganzer Topf auf dem Herd. Ja, danke. Oh, übrigens, meine Mutter übernachtet heute hier. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Quatsch. Warum sollte ich was dagegen haben? Alles okay? Bereust du es jetzt doch, dass du nicht mit Oskar auf die Hütte gefahren bist? Irgendwie schon. Weil dann wüsste ich wenigstens, dass alles in Ordnung ist. Wie meinst du das? Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich hatte vorhin eine Nachricht von Oskar auf meinem Handy. Und da war ein komisches Geräusch. Und danach hatte ich das Gefühl, dass er Schmerzen hat. Und jetzt machst du dir natürlich Sorgen. Ja. Hast du noch mal mit Adrian telefoniert, nachdem die beiden los sind? Wieso? Oskars Handy ist aus. Und könntest du ihn bitte noch mal anrufen? Oh, würde ich ja, aber Adrian ist nicht mehr bei Oskar. Was? Nein, nein, der ist längst wieder weg und der hat noch einen Geschäftstermin in München. Okay, wahrscheinlich ist nichts. Also, oder meinst du, ich soll auf die Hütte laufen? Vielleicht soll ich mitkommen? Ich muss nur kurz nach meiner Mama nein, sehen. Nein, es passt. Ich laufe da einfach ganz schnell hoch und es wird bestimmt alles in Ordnung sein. Danke dir. Bis später. Warum dauert die Gemeinderatssitzung eigentlich so lange? Du kennst doch die braven Büchleimer. Ich hoffe nur, Konopka kommt mit der Zusage für die Rallye. Und zwar schriftlich, mit Brief und Siegel. Du traust der Sache erst, wenn du es schwarz auf weiß hast, was? Konopka ist ein solcher Windhund. Würdest du dich bei ihm auf irgendetwas verlassen? Auf eines schon. Er tut nur das, wovon er sich den größten Vorteil verspricht. Du hast ihm einen Sponsor für sein Museum verschafft. Im Zweifelsfall könntest du Padenberg doch überzeugen, sein Angebot zurückzuziehen. Deshalb wäre es nicht besonders clever von Konopka, dich ausgerechnet jetzt zu verärgern. Wir wissen doch alle, Konopka ist nicht besonders clever. Frau Hofer-Herstall. Warum hat das so lange gedauert? Ja, weil ich für Ihre Rallye gekämpft habe wie ein Löwe, aber leider... Sie haben behauptet, Sie hätten Ihre Chefin im Griff. Ja, normalerweise schon. Aber auf die Vorstellung hin, dass sich stinkende Autos in idyllischen Landschaften bewegen, da reagiert der Öko an sich sehr empfindlich. Tja, die Spaßbremsen haben bei der Abstimmung knapp gewonnen. Tut mir leid. Und unser Deal? Sie hat mir versprochen, dass das klappt. Ja, aber letztendlich entscheidet der Gemeinderat. Darüber habe ich Sie informiert. So, jetzt muss ich zu meinem anderen Schäfchen, sonst bleibt die Küche kalt. Hallo. Nach meinem Termin, der übrigens öde und absolut überflüssig war, bin ich noch ein bisschen durch die Stadt gebummelt. Und als ich dieses Teil hier im Schaufenster eines Antiquitätenhändlers gesehen habe, da wusste ich, die Fahrt nach München hat sich gelohnt. Definitiv. Und die ist für mich? Wow, danke. Ja, willst du sie nicht auspacken? Ach, doch, sorry. Es ist nur, Tina hat so eine seltsame Nachricht von Oskar erhalten. Seither ist er komplett verschollen. Sein Handy scheint auch nicht zu funktionieren. Und sie war so besorgt, dass sie deswegen jetzt zur Hütte losgegangen ist. Ah. Tina und Oskar allein auf einer Hütte. Jetzt hör auf, sie macht sich wirklich Sorgen. Ja, können wir nur hoffen, dass sie unterdessen auch wirklich sicher auf der Hütte angekommen sind. Wie meinst du das? Hast du es nicht gehört? Im Radio haben sie ein Riesenunwetter angesagt. Oskar? Oskar! Hey. Was ist denn hier? Du hast mir auf die Mailbox gesprochen. Was ist das denn? Das sieht schrecklich aus. Ich bin in eine Falle getreten. Irgendein Verrückter hat die aufgestellt. Das hat so gescheppert. Du warst auf einmal weg. Bist du extra meinetwegen hierher gekommen? Tina Kessler, das muss Liebe sein.
spinnst. Meinst du, du schaffst den Abstieg? Also wenn ich die stütze? Das muss ich unbedingt einen Arzt angucken. Das ist halb so wild. Aber wie war das mit dem Stützen? Wird nichts. Es kommt auch noch ein großes Unwetter, also wir brauchen Hilfe. Braut sich ganz schön was zusammen. Tina hätte sich längst melden müssen. Ich rufe sie jetzt noch mal an. Ach, wahrscheinlich machen wir uns unnötig Sorgen und die beiden liegen längst eng aneinander gekuschelt am Kaminfeuer. Tina, endlich! Oskar ist in eine Tierfalle getreten und hat sich das Bein verletzt. Er hat ziemliche Schmerzen und schafft es unmöglich. Clara? Clara, bist du noch da? Ja, ich bin da. Adrian ist auch hier. Was soll ich denn jetzt machen? Oskar geht's wirklich schlecht. Er braucht ganz dringend einen Arzt. Nabil. Das ist ja ein Wahnsinnsservice in diesem Haus. Das ist reine Neugier. Wie oft hast du heute schon mit Hendrik telefoniert? Zu oft. Und ich fürchte, wenn die Marie heimkommt, dann erlebt sie zwar eine Überraschung, aber keine angenehme. Also ich will ja nicht schon wieder was sagen. Nein, du hast recht gehabt. Der Hendrik hat tatsächlich zwei linke Hände und keinerlei Erfahrung. Also das heißt, wenn Marie jetzt nach Hause kommt von ihrer Freundin, dann findet sie kein schön gelegtes Parkett vor, sondern eine Katastrophe. Naja, eine Baustelle. Hm. Frau Sonnenbichler. Herr Stahl, was ist denn los? Das frage ich Sie. Was war da los im Gemeinderat? Wer hat da gegen mich gestimmt? Was? Was meinen Sie denn? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ich weiß nur, dass Ihr Name heute im Gemeinderat überhaupt nicht gefallen ist. Sie haben sich doch angeblich über meine Rallye die Köpfe heiß geredet. Rallye? Was denn für eine Rallye? Meine Oldtimer. Verdammter Hund. Der hat mir eiskalt ins Gesicht gelogen. Der hat gar keinen Antrag gestellt. Wer denn? Na, der kann was erleben. Zum Glück hast du heute keinen Bereitschaftsdienst. Ja. Nur, dass ich mich jetzt durch das größte Unwetter kämpfen darf, um mit meiner Frau ins Kino zu gehen. Fragt sich, was schlimmer ist. Ach, so ein Glück, dass ich Sie noch treffe. Fragt sich nur für wen. Entschuldigung, ich will nicht Ihren Feierabend zerstören, aber es ist wirklich wichtig. Worum geht es denn? Tina Kessler ist mit Oskar Reiter auf der St. Anton-Hütte. Wundervoll. Da wollen wir die beiden doch nicht stören. Er ist in eine Falle getreten, wahrscheinlich eine Bärenfalle. Jedenfalls hat er starke Schmerzen. Tina meint, er braucht dringend ärztliche Versorgung. Hat sie nicht die Bergwacht informiert? Nein. Wahrscheinlich hat sie da gar nicht dran gedacht, so aufgelöst, wie sie war. Dann sollte sie das als nächstes tun. Wahrscheinlich schicken sie bei dem Unwetter sowieso keine Heli los. Auf jeden Fall muss jetzt was passieren. Sie hat gemeint, er ist wirklich schwach. Unser Kesslerchen neigt manchmal zu Übertreibungen. Natascha. Ja, was denn? Ich bitte dich, jeder, der bei diesem Unwetter rausgeht, der gefährdet doch sein eigenes Leben. Das mag sein, aber ich gehe auf jeden Fall. Wundervoll. Wir wollen sie nicht aufhalten. Dr. Niederbühl, bitte kommen Sie mit. Ach. Stahl hat eine kleine Abreibung verdient, nachdem er mich aus meinem Büro zwangs evakuiert hat. Ob du dir damit einen Gefallen getan hast? Wieso?
kann auch alles auf dem Gemeinderat schieben. Dem du den Antrag über dieses Oldtimer-Rennen noch nicht einmal vorgelegt hast. Da kommt Monsieur nie dahinter. Da müsste er sich ja mit dem gemeinen Volk abgeben. Das macht er bestimmt. Achten Sie im Ernst, Sie kommen mit dieser erfundenen Abstimmung durch? Ich habe uns nur unnötige Diskussionen erspart. Und als Bürgermeister hätte ich sowieso mein Veto eingelegt. Es ist ja wohl allgemein bekannt, was ich von derartigen Veranstaltungen halte. Die nur die Luft verpesten, die Müllabfuhr unnötig belasten. Das ist doch eine ganz billige Retourkutsche. Aber das wird noch ein Nachspiel haben. Verlassen Sie sich drauf. Auch für Sie. Mir reichen diese ständigen, sinnlosen Scharmützel. Na ja, dann fangen Sie doch mit dem Aufhören an. Dein Zug. Wie war das übrigens mit dem gemeinen Volk, hä? Wer da gepetzt hat, der kann was erleben, du. Ach, Bruderherz. Du bist die Hilflosigkeit in Person. Was? Du hast die Wahl. Matt oder Damenverlust. Ja, was aus uns wird. Überhaupt. Das werde ich dir nie vergessen. Erschöpft, hat sich vorhin übergeben und er hat hohes Fieber. Ihre Sorge war völlig berechtigt. Das spricht dafür, dass sich seine Verletzung bereits entzündet hat. Wir beeilen uns und ich habe alles Nötige dabei, um ihn zu versorgen. Versuchen Sie, in der Zwischenzeit das Fieber zu senken, okay? Okay. Machen Sie im Bad Wickel und wechseln Sie sie, sobald Sie sich nicht mehr kühl anfühlen. Frau Kessler, Sie schaffen das. Danke. Wer ist denn der Glückliche? Adrian. Er redet wieder mit dir? Nicht nur das. Wir sind verabredet. Ich erwarte jede Sekunde seinen Anruf. Und wie hast du ihn rumgekriegt? Hab ich noch nicht. Werde ich aber später. Okay. Und verrätst du mir vielleicht auch deinen Trick? Ich meine, du könntest mir ja bei Tina helfen. War keiner von mir, sondern einer aus dem unerschöpflichen Repertoire unserer Mutter. Hat mir ein paar brauchbare Tipps gegeben. Ihr redet jetzt auch wieder miteinander. Dir ist schon klar, dass ihre Tipps mit Vorsicht zu genießen sind. Ich bin genauso ein gebranntes Kind wie du, aber in dem Fall... Wo steckt der denn? Du müsstest schon längst wieder aus München wieder da sein. Hey, Adrian. Wo bist du denn? Bist du immer noch unterwegs? Was? Ja. Klar verstehe ich das dann. Viel Glück und pass gut auf dich auf, ja? Ciao. Und mit welcher Ausrede hat er dich versetzt? Er kraxelt gerade einen Berg hoch, mitten im Gewitter. Dieser Oskar Reiter hat sich verletzt, hängt irgendwo auf einer Berghütte fest und nur Tina ist bei ihm. Und jetzt muss Adrian den Helden spielen und Dr. Niederbühl dahin begleiten. Was für ein Vollidiot. Muss der ausgerechnet heute in eine Bärenfalle tappen und mir den Abend versauen? Frag mich mal. Vermutlich hat er das mit Absicht gemacht, nur damit Tina sich um ihn kümmern kann. Thank you.
So, bitte sehr, Frau Baronin, einen schönen Abend wünsche ich. Danke. Dankeschön, Ihnen auch. Danke sehr. Herr Konopka? Aber Obacht bei dem Wind. Ja, danke. Herr Konopka. Entschuldigung, es geht mich im Grund ja gar nichts an. Und die Melli ist erwachsen und Sie sind erwachsen. Aber ich bin ja nun schon ein paar Tage älter als Sie und jetzt zufälligerweise der Vater einer Frau, mit der Sie vielleicht... Ich meine, ich weiß ja nicht genau, was Sie von der Melli wollen, aber meine Tochter scheint sie sehr zu mögen und ich gehe davon aus, dass das andersrum auch so ist. Ich wollte Ihre Tochter keinesfalls kränken, das müssen Sie mir glauben. Ich schätze Melli über alles. Ich finde sie sehr sympathisch, aber mehr nicht. Ich möchte halt einfach nur nicht, dass die Melli verletzt wird. Ja, ich doch auch nicht. War's das dann? Ja, ja, natürlich. Danke und kommen Sie gut heim. Herr Konopka? Ah! Danke. Hey! Danke. Kann ich hier das Bier schon in der Hand? Oskar, ich bin's, Tina. Oskar. Ich bin's, Oskar, Tina. Ja. Oskar, du musst durchhalten, bitte, bis Dr. Niederbühl da ist. Ach, das Ding. Er würde alles für Mama tun. Gerade wenn er wüsste, dass sie krank ist. Vielleicht sagt sie ihm ja die Wahrheit, wenn sie erst wieder richtig eingestellt ist. Dann ist sie immer ruhiger und nicht ganz so unsicher. Die arme Tina, ganz allein mit einem Schwerverletzten. Und Arian. Hoffentlich passiert ihm und Dr. Niederbühl unterwegs nichts. Hauptsache, sie kommen rechtzeitig, um Oskar zu helfen. Du musst was trinken. Wenigstens ein bisschen. Komm, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nein, Oskar. Oskar, bitte. Wo bleiben die denn? Du musst durchhalten. Du darfst nicht sterben. Du musst durchhalten. Sie haben das sehr gut gemacht. Kommen Sie. Kommen Sie, ruhen Sie sich aus. Kommen Sie. Kümmern Sie sich um Sie, bitte. Lassen wir den Doktor seine Arbeit. Herr Reiter. Herr Reiter, können Sie mich hören? Oskar! Es wird ihm gleich besser gehen.
Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke. Oh, ich habe auch schon bequemer geschlafen. Und Sie? Gar nicht. Ich kann erst schlafen, wenn ich weiß, wie es Oskar geht. Was? Naja, also, wenn Sie die ganze Nacht nicht geschlafen haben, seinetwegen, das sagt doch schon einiges, oder nicht? Warum lassen Sie Ihre Gefühle nicht zu? Und jetzt sagen Sie mir nicht, Sie hätten keine. Natürlich habe ich Gefühle für ihn. Aber ich... Ich weiß eben einfach nicht, ob ich genauso in ihn verliebt bin, wie er in mich. Hm. Aha. Was? Aha. Naja, immerhin sind Sie verliebt. Das haben Sie selber gerade gesagt. Sie haben Hören gesagt... Sie auf, mir die Worte im Mund rumzudrehen, bitte. Ich weiß auch nicht, was Sie das überhaupt angeht. Was mich das was angeht? Er räumt mir seit Tagen die Ohren voll. Ich will, dass das endlich aufhört. Was hält Sie davon ab, endlich meinen armen, liebeskranken Freund zu erhören? Wie geht es ihm? Wir konnten eine Sepsis verhindern. Er wird es schaffen, auch wenn es seine Zeit dauern wird. Ich habe so gut geschlafen in deinem schönen und bequemen Bett. Und du? Ja. Dr. Niederbühl ist toll. Ich glaube, der hat mir genau die richtige Dosis verordnet. Hey, schau mal. Wäre das nicht die perfekte Gelegenheit, sich auszusprechen? Nein. Ach komm, gestern muss ich dich mit Mühe davon abhalten, direkt zu ihm zu stürzen. Ja, gestern, da stand ich ja auch komplett neben mir. Ja, umso geschickter es heute anzugehen. Komm, es wird nicht weniger peinlich, wenn du es vor dir herschiebst. Ewig kannst du ihm nicht aus dem Weg gehen. Geh. Herr Konopka? Tina, wie geht's ihm? Guten Morgen. Morgen. Das mit gestern, das tut mir leid. Ich habe ein Medikament genommen und das habe ich anscheinend nicht gut vertragen. Ja, ist schon vergessen. Ich war ja auch nicht ganz ich selbst. Ich war so nervös wegen dem Banker und dem Geld für das Museum. Und? Klappt's? Also sonst bin ich nicht so ein Ignorant. Normalerweise habe ich nichts dagegen, von einer schönen Frau geküsst zu werden. Es wird höchste Zeit, diese Saalfeld-Brüder loszuwerden. Ich bin dabei, wenn du willst. Konstruktive Vorschläge sind jederzeit willkommen. An deiner Stelle würde ich als erstes versuchen, die beiden gegeneinander aufzuhetzen. Ja, auf die geniale Idee bin ich auch schon gekommen. Und wie willst du das machen? Ich habe keine Ahnung. Saalfeld will doch den Golfplatz erweitern und zu diesem Zweck muss er der Gemeinde ein Grundstück abkaufen, nicht wahr? Gut. Damit muss er genauso scheitern wie du mit deiner Rallye. Und dabei auch noch den Eindruck bekommen, sein lieber Bruder hätte ihm das vermasselt. Und du weißt natürlich schon genau, wie das gehen soll. Kümmer du dich um Saalfeld, sorg für eitel Sonnenschein. Den Rest erledige ich. Morgen. Entschuldige, dass ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe, dass, wenn du gewusst hättest, was da los war. Ja, ich habe schon gehört. Du bist der Held der Nation. Du hast Oskar Reiter das Leben gerettet. Glückwunsch. Naja, das waren vielmehr Tina Kessler und vor allem Dr. Niederbühl. Ich glaube, ich muss deiner Frau wirklich einen Strauß Blumen schicken, sonst hasst sie mich bis ans Ende meiner Tage. Mach das. Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht. Also mit Blumen kannst du mich nicht abspeisen. Vielleicht kann ich mir ja was anderes wünschen. Oh, das kommt darauf an, was? Na, das kommt darauf an, ob... Hast du eigentlich deine neue Wohnung schon fertig eingerichtet? Was? Für die
ich mir ja ganz gerne mal ansehen. Wie geht's dir? Gut. Danke. Ohne dich hätte ich das wahrscheinlich... Das hast du Adrian und Dr. Niederbühl zu verdanken. Ich gehe mal nach Hause und schlaf ein bisschen. Das solltest du auch machen. Komm dich dann einfach heute Nachmittag noch mal besuchen. Tina. Ich liebe dich. Letzte Nacht hier bei dir im Krankenhaus war und dachte, dass du da habe ich gemerkt, dass ich dich nicht verlieren will. Das heißt, dass ich mich in dich verliebt habe. Hast du deine alte Bekannte aus Gefängniszeiten erreicht, diese... Sie ist ein Profi. Und ich denke mal, unsere kleine Marionette wird ihren Part auch ganz hervorragend spielen. Was wird sie sein? Hallo. Wenn man noch ein bisschen gräbt, dann findet man hier bestimmt noch viel mehr. Ja, vielleicht ist ja eine alte Grabstätte und eine Reste einer alten Siedlung. Ja. Ich fände es schön, wenn wir Freunde bleiben könnten. Das will ich nicht. Außerdem gibt's keine so... wundervolle und liebenswerte Frau wie Tina. Wenn du sie wirklich willst, ich helfe dir gerne. Ich habe kurzfristig beschlossen, eine kleine Einweihungsparty für mein Atelier zu geben. Gilt die Einladung auch für mich?